Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und zu einem neuen Challenge-Video. Diese Woche haben wir ja das Thema Spardosen und ich zeige euch eine super einfache Methode, Spardosen selber zu machen. Dafür braucht ihr nur eine leere Verpackung, so wie diese hier. Hier war Tee drin, Schokominztee. Interessante Geschmacksrichtung, war total lustig, die zu probieren. Und ja, hieraus wird jetzt eine Spardose. Ihr könnt das mit allen möglichen Verpackungen machen. Das ist auch immer ein cooler Trick, wenn man Spardosen verschenken möchte. Das ist ja auch so ein ganz traditionelles Geschenk, wenn man Geldgeschenke machen will. Vielleicht ein Sparschwein zu verschenken oder eine anders dekorierte Spardose. Und hier kann man das Ganze so ein bisschen tarnen, so ein bisschen als Gaggeschenk aufziehen. Und hier habe ich tatsächlich schon das Glück, dass hier oben schon ein Schlitz drin ist. Ich brauche also oben keinen reinschneiden. Die Verpackung hat ursprünglich so funktioniert, dass hier der Deckel durchkam und das Ganze dann hier mit den Henkeln wie so ein kleines Täschchen war. Das werde ich jetzt verändern. Ich schneide jetzt hier die Bügel, die hier so rübergehen, ab. Das geht hier rüber, dann schließt es so und hier ist die Lasche, die reingeht. Also bei dieser Verpackung ist es so, dass sie selbstständig schließt. Wenn ihr vielleicht eine andere Verpackung nehmt, die man einfach oben aufgerissen hat, könnt ihr es natürlich wieder zukleben. Die könnt ihr auch zukleben, damit ihr selbst oder auch kein anderer daran geht, bevor es dann soweit ist, dass die ganze Dose so schwer und so voll ist, dass nichts mehr reinpasst und ihr das Ganze zur Bank bringt oder vielleicht auch einfach so ausgebt. Hier unten kann man es dann natürlich öffnen oder hier oben dann natürlich das Klebeband einfach lösen. Dafür habe ich hier so ein bisschen ganz einfaches Tesafilm. Das kommt hier über den Verschluss als kleine Sicherung. Und hier oben ist dann die Öffnung, wo das Geld hineingeworfen wird. So, ich habe mal ein bisschen Geld rausgesucht. Perfekt. Und natürlich durch die schöne, relativ große Öffnung lassen sich auch Scheine hineinstecken. So wie hier. Und dann verschwinden sie auch komplett drin. Dafür ist die Dose groß genug. Ein bisschen wackeln, damit sie dann den Eingang hier oben nicht verstopfen. Und ja, natürlich könnt ihr auch verschiedene andere Packungen nehmen, das Ganze schön dekorieren mit Wolkenschleim, mit Seidenknete, mit Washi-Tape. Da gibt es natürlich total viele Möglichkeiten. Ich finde es so auch total niedlich, so als kleine Teepackung auf dem Tisch. Man kann auch andere Teepackungen nehmen, wie schon gesagt, oder ihr benutzt komplett andere Sachen, vielleicht eine Puderzuckerpackung oder so, so als Gag, als Überraschung. Und ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und dann schauen wir mal, was wir nächste Woche für ein Challenge-Thema haben. So, dann schauen wir mal, was wir nächste Woche für ein spannendes Challenge-Thema haben. Wir haben auch wieder ein paar weitere Begriffe hineingeworfen. So, und hier kommt ein Thema, es ist ein langes. Es geht um Blumenkränze. Ah, oh, sehr schön. Oh. Entweder so als Dekoration oder vielleicht als Haarkranz. Ja. Gibt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schöne cool. Ideen. Und auch total schön jetzt zum Frühling. Genau, man kann echte Blumen verwenden oder vielleicht selbstgebastelte Blumen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was sehr du machst, schönes Eva. Thema. Ich bin auch schon gespannt. Ich weiß es noch nicht genau. Hast du schon eine Idee? Ach, mir schwirren schon so ein paar Ideen im Kopf rum. Ja. Ja, wenn euch unsere Videos heute gefallen haben, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch beim Video der jeweils anderen vorbei. Wenn ihr noch weitere Ideen für Themen habt, für unser Glas, schreibt das unten in die Kommentare. Wir finden das ganz klasse, dass ihr immer so viele Themen unten reinschreibt. Vielen Dank dafür. Genau, vielen Dank. Und ja, wenn euch die Videos gefallen haben, wie gesagt, Daumen nach oben. Und wenn ihr Lust habt, abonniert doch auch unseren Kanal. Und drückt natürlich auch auf die kleine Glocke unten, dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.